Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. So, wir Fehler gefunden. Oh Mann, Leute. Wie doof muss man sein. So funktioniert das natürlich. So, nicht anders. Oh Gott. Oh Gott. Ihr werdet im letzten Part wahrscheinlich da gesessen haben und euch gedacht haben, what the fuck? What's wrong with you? That's so obvious. I think you really, really dumb. Damit habt ihr recht. Hier müsste. Dann hier. Ebenfalls was sein. Oh. Und weil's anders keinen Sinn macht. Muss mal kurz hier rüber. Da das Ding haben wir. So. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Wir haben jetzt einen Schlüssel und das ist gut. Warum bin ich da nicht eher drauf gekommen? Jetzt mal ohne Scheiß. So, haben wir sonst noch irgendwas, was wir sprengen können? Möglicherweise. Nope. Ah, das war die offene Kiste. Na egal, jetzt haben wir also, jetzt haben wir auf jeden Fall einen Schlüssel. Wir hatten hier ja aber auch eine abgeschlossene Tür. Okay. Okay. Wartet, ich will mal überlegen, wie ging das nochmal? So? Nö. Alles klar, alles klar, alles klar. Kriegen wir schon hin. So, wir hatten abgeschlossene Tür. Liebe Freunde. Wo war die? Die war nicht hier unten. Aber hier ist erstmal noch eine Kiste. Die wir übersehen haben. Weil wir blöd sind. Die Dungeon-Karte. Yay! So. Alles klar. Hier hoch. Aua. Wo war die abgeschlossene Tür? Hier nicht. Da auch nicht. Da auch nicht, oder? Doch, hier drüben könnte es sogar gewesen sein. Hm? Ja. Da war sie sogar. Zack. So. Haben wir die abgeschlossene Tür gefunden? Gehen wir hier rein. Oh Mann. Ah, jetzt. Ja, hier kann ich mich dran erinnern. Gucken wir mal hier kurz durch. So. Was haben wir hier? Geld wahrscheinlich. Nee, 5 Wasserbomben. So. Wir kriegen Bomben, wir kriegen Pfeile. Das kann nur eins bedeuten. Entweder muss ich hier aufbomben. Oder schieße ich ja eher durch. Oder ich muss hier aufbomben. Oder schieße ich auch nur durch. Das sind Ranken. Ah. Ja. Zack. So geht das, so geht das, so geht das. Okay. Oh Mann. Oh Mann. Diese Stalaktiten sind echt. Misutz. So. Und ein gezielter und gekonnter Sprung ist alles. Allerdings will ich das Ding hier noch kaputt machen. Und ein gezielter Sprung ist alles. Sehr schön. Ne, hier kamen wir her. Hier können wir, glaube ich, noch aufspringen. Ne?
Oh ja. So. Dann einmal hier durch die Tür durch. What? Oh nein. Oh. So geht das. Das erinnert mich an, so ein bisschen an den Gecko aus Ocarina of Time. Nee, aus. Nicht aus Ocarina of Time. Ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich doch mal. Hier können wir nur nichts machen, weil keine kein Schlüssel. Oh Mann. What the fuck? Ach, das sind Schleimis. So, die Schleimis, die gehen mir jetzt aber erstmal am Arsch vorbei. In erster Linie. Ich würde gerne mal da rein. Uiuiui. Uiuiui. Was haben wir denn hier? Ah, ich weiß, wo wir sind. Tschüss. Ich weiß, wo wir sind. Seht ihr es? So. Was haben wir denn hier drüben? Oh, einmal im Kreis gelaufen. Aber hier... Ja, hier ist ja die Tür aufgegangen. Dann klettern wir mal hier hoch. Und nu? Schlüssel? Irgendwas? Leute, ich habe echt den Überblick über diesen Scheiß-Tempel verloren, ne? So. Ich kann hier ja nicht hoch. So. Hier ist zu. Ja, da ist zu. Aber da müssen wir hin. So. Möglich, dass da ein Schlüssel ist. So. Da können wir nicht durch. Weil das Ding müssen wir ja aufmachen. Dafür müssen wir hier hinten dran. Da ist allerdings eine abgeschlossene Tür. Heißt, wir gehen jetzt diese Richtung hier raus. Und dann hier nach rechts. Und da haben wir eine Kiste. Ah, da ist wahrscheinlich der Schlüssel drin, ne? Ja. Warum nicht gleich so, ey? So. Hier komme ich ja nicht wieder nach oben, soweit ich weiß. Oh. Ne, hier komme ich nicht wieder nach oben. Ah, Leute, dieses ständige Hin und Her, das ist das, was mich an diesem Tempel ankotzt. Moin. Bloß nicht runterfallen, ey. Bloß nicht runterfallen. Ich seh's kommen, ich hau meine Remote noch kaputt. Wenn ich hier gegen den Tisch komme oder sowas. So, in die Richtung. In den Arsch. Aha. Lass mal weg hier. Wow, lass weg hier, schnell. Jetzt weiß ich wieder, wie man die Viecher besiegen kann. Ja, ich weiß es wieder. Oh. Ich weiß, hier sitzen wirklich einige vom PC und denken sich, Bob Foxy, bist du blöd. Bist du so blöd? Du bist so bescheuert. Bist du so dumm? Muss ich doch nun, ne? Anscheinend nicht. Muss mal wieder hochklettern. Ja, ich weiß, da war ein Hebel, aber da kann ich ja nicht ranspringen. Oder? Kann ich, komm ich da ran? Ich bezweifle es nämlich jetzt mal stark. Ach, guck mal da.
Ah, und später kommen wir hier so einfach gar nicht mehr hoch. So. Lalalala. So. Und weiter. Und weiter. Und immer weiter im Kreis. Oh Mann. Moment. Nö. Wobei? Ich hab grad ein bisschen Angst, weil ich halt nicht mehr so viel Bomben hab, ne? So. Was haben wir hier? Bomben. Bomben, 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 Bomben. Ja, 10 Wasserbomben. Sehr, sehr, sehr feine. So. Und nü? Ach, da ist eine Treppe. Guck mal da. So. Alles klar. Und zack. An die Kiste kommen wir gar nicht ran, ne? Nee. Noch nicht. So. Aber später. So. Wir können jetzt hier schön rutschen. Rutschi die Rutsch Rutsch. So. Miau. Miau. Yes, Sir. So, und jetzt können wir hier an diesen Hebel hier springen. Und dann geht das Tor da vorne auf. Sehr schön. Allerdings würde ich gerne erstmal hier abtauchen, um zu gucken, was da unten noch so alles ist. Wahrscheinlich nichts mehr, ne? Nee. Sehr schön. Lass mal raus hier. So, wir folgen dem Wasser natürlich. In erster Linie. Zack. So. Jetzt können wir nämlich auch hier durchlaufen. Was uns nichts nützt, aber... So. Ich glaube, wir haben ein Problem. Hilfe? Ah, okay, jetzt geht's. Dachte schon, ich komme jetzt nie wieder durch hier. So. Guck mal, da dreht sich jetzt was. Mhm. So. Alles clear. Aua. So. Dann einmal zurück. Sehr schön. Ah, schon 13 Minuten. Wir haben erst eine Wasserquelle gefunden. Wow. Schlecht. So. Wir können jetzt erstmal... Ja, die Treppe können wir nicht drehen. Noch nicht. Wir können aber jetzt erstmal hier wieder hoch. Wieder auf die andere Seite. Aber ich muss ja die Treppe nach... Moment, ich muss ja aber die Treppe nach da machen, ne? Nee. Ah, ich weiß es. Erstmal muss ich hier auf das Zwischenpodest. Aua! Miss it! War hier schon die Kiste? Da war die Kiste. Müsste nämlich der Kompass drin sein. Mach mal die Kiste jetzt auf, komm.
Ah, da ist hier ein Schlüssel. Boah. Wegen 20 roten Rubinen. Echt jetzt? Ist da unten noch was? Ich würde es gerne mal wissen, wenn ich ehrlich bin. Sieht nicht danach aus, dass hier was ist. Aber da waren wir ja auch schon, ne? Ach, Leute. Dieser Tempel ist ohne Scheiß sehr beschissen. So. Jetzt lass mich mal hier hoch. Verdammte Axt. So. Oh Mann. Nee, das ist echt ein beschissener Tempel. Ich mag echt alle Tempel bei Zelda-Spielen, aber den hier nicht. So. Wir müssen drehen. Und zwar nicht in diese Richtung, sondern eigentlich in die Richtung da. Moment. Das kann ja eigentlich nicht sein. Wenn ich hier drüben den Hebel ziehe, auf der Seite, dreht sich der obere Teil der Treppe nach rechts, also nach da. Ich brauche ja aber den unteren Teil der Treppe hier auf der Seite. So, also praktisch hier. Aber hier ist ja kein Hebel. Also drehen wir die Treppe jetzt am besten noch einmal um 180 Grad. So. Zack. Und gehen nochmal hier hoch. Oh. Hier können wir nichts machen. Da können wir nichts machen. So, und hier sind wir ja hergekommen. Halt, 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 halt. Halt, 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 halt. Da hat sich doch was gedreht. Nicht vergessen. Da hat sich ja was gedreht. Ja, jetzt müssen wir wieder nach unten. Wo waren das nochmal? Mal kurz auf die Karte gucken. War auf jeden Fall. Ja, da links der Raum, ne? Da müssen wir hin. So. Jo. Muss ja da hoch. So. Alles klar. Hier nach links. Ne, hier kommt ja das Wasser raus. Lass mal hier. So. Es war unten drunter. Hier. Beziehungsweise hier. Ich muss einen Stockwerk tiefer. Ah. Das heißt für mich, ich muss jetzt darüber und die Treppe drehen. So. Jo. Zack. Ah. Da rein. Ich sehe auch gerade, wir müssen den Part gleich beenden. Machen wir auch gleich. Dauert nicht mehr lange. Keine Sorge. So. Alles klar. Hier dreht sich ja jetzt alles, ne? Das heißt, wir können
zum Beispiel auf diese Plattform hier rauf und können durch eine dieser beiden Türen. Zum Beispiel diese hier. Wo wir an den, am selben Ort rauskommen, von abgesehen, ne? Nicht ganz, aber fast. Na, da hätten wir einen Schlüssel. Geht mal weg, ihr Schleimis. Und im nächsten Part gehen wir dann durch diese Tür. Also, bis dann, euer Nighthawk.